Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Folge. Herzlich willkommen auf Julian Entertainment. Ich bin der Jonas und wir spielen wie immer Dark Souls. Wir waren gerade dabei, Holzpfeile zu sammeln. Tada, hier sind sie. 400 Stück. Ungefähr. So, jetzt locken wir den hier mal an, um das Drachenschwert zu bekommen. Scheiße. Peng. So, wir dürfen nicht so viele Pfeile vergolden. Oh. Der war geil. Schön in die Fresse. Oh, wie schön der in der Fresse war. Zack. So, jetzt ziehen wir uns mal die da oben. Die nerven nämlich richtig hart. Na, die kommen nur noch bis da. So. Ich warte mal auf einen richtig schönen Kopfschuss. Scheiße, jetzt habe ich gezogen. Na. Ah, wo bleibt der stehen? Hier. So. Wirf. Und nochmal. Bats. Oh, da fällt er um. Da ist er richtig, hat er richtig kassiert. So, du bist einer. Och, richtig schön. Und nochmal. So. Das war aber leider noch nicht der letzte. Da steht noch einer. Den habe ich letztes Mal nicht gesehen und dann hat er mich richtig gefistet. Wir können auch hier irgendwie noch einen anlocken. Ich gehe jetzt mal hier hin. So, und jetzt wieder zurück. Lalalala. So, das ist hier schon wieder ein recht relativ guter. Aber nicht so gut für... Aber nicht zu gut, um uns hier irgendwie an den Kragen zu gehen. So, wir rennen jetzt mal hier durch. Rennen ging auch irgendwie. Ich weiß nicht mehr wie. So? Nee. Auch nicht. Ich drücke hier immer alles. Auch nicht. Vielleicht. Auch nicht. Ah. Ah. Kreis gedrückt halten. Ausweichen gedrückt halten. Dann kann man rennen. Verbraucht aber Ausdauer. Aber egal. Bringt uns. So. Komm mal her. Einmal darfst du schlagen. Fein. Wie man gesehen hat, wir haben ihn auch getreten. Das ging auch irgendwie... Schade. Aber, naja. Brauchst Kopf. Okay. So. Das bringt uns halt, dieses Treten bringt uns halt bei diesen Piken-Leuten, ah, das haben wir schon gehabt, bei diesen Piken-Leuten was. Ist halt, oh, hi. Ist halt relativ sinnvoll, die dann aus dem Gleichgewicht zu bringen, dann kannst du die richtig schön niedermetzeln. So, hier machen wir das folgendermaßen. Der da, das ist nämlich... Den müssen wir schnell besiegen. Das ist nämlich so ein Feuertyp. So. Und jetzt können wir wieder. Das auch nochmal. Schön. Oh. Fast. Hatten wir schon fast keine Ausdauer mehr. Knapp. Ach, hier war unser verlorenes Gut. Ja, schön. Oh, 2000. Boah, was machen wir denn mit so viel? Sollen wir uns da nochmal Pfeile kaufen gehen? Was war hier? Brauchst Kopfschüsse. Ach, die kann ich von hier oben abballern. Das ist aber mal echt ein guter Tipp. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist auch relativ gut, eigentlich, die Idee. Zack. Hui. Und der nächste? Zack. So, jetzt warten wir mal. Bis sie hier oben ankommen. Na komm. Oder hängen die schon wieder irgendwo? Ach, da sind sie. So. Jetzt sind wir frei. Ach, wir haben auch 4 Menschlichkeit. Wieso haben wir 4 Menschlichkeit? Verstehe ich auch nicht. Man gewinnt anscheinend. Schwäche treten. Ja, ach. Oder Pfeile. Schön.
Scheiße, bringt nicht viel. Wie geht man nochmal auf dieser... Naja, egal. Einmal hauen. Oh. Hat sogar was gebracht. Nicht schlecht. Vielleicht war ich ganz nah dran. So, wenn wir hier runtergehen würden. Also die Truhe bekommt man auch, wenn man diesen Händler umbringt. Da ist aber nicht viel drin. Wenn man hier runter geht, ich kann euch das mal kurz zeigen. Da ist dieser, das ist so ein schwarzer Ritter, der braucht irgendeinen Ring oder so. Den kriegen wir aber noch nicht. Dafür sind wir noch zu schlecht. Wir kommen hier später sowieso nochmal hin. So, hier war eine Falle. Die ist noch nicht ausgelöst. Na komm. Jetzt aber. Scheiße. Aber nicht schnell genug. Oder wir sind gegen eine Wand gesprungen. Heißt auch egal. Haben halt ein bisschen Leben verloren. Auch nicht so schlimm. Ein Langschwert haben wir, hat er gedroppt. Ich finde das immer so geil, wie die da rumspasten. So. Hier. Hier kommen wir zu einem... zu einem Typen. Stoß in den Rücken. Ja, den kriegen wir aber auch noch nicht klein. Da unten. Aber da kommen wir später nochmal hin. Und hier oben, da ist ein, weiß ich nicht, irgendein Viech ist da. Und das ist mega wertvoll. Und deshalb müssen wir das auf jeden Fall klein kriegen, das Vieh. Dann erst auf der nächsten Etage. Das ist irgendwie so eine Ratte oder so. Weiß ich auch nicht. Scheiße, da ist das Ding. Da ist das Vieh. Wo ist es? Scheiße, 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 scheiße. Komm schon. Jawohl. Funkeltitanit, 2 Stück und eine große Scherbe. Also dieses Funkeltitanit ist mega wertvoll, habe ich gehört. Und es bringt es auch, um Waffen aufsteigen zu lassen. So, hier können wir nicht weiter, ne? So, dann gehen wir hier lang. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Herzlich willkommen. Hier ist unser nächster Boss. Den Bosskampf nehme ich natürlich lang auf. Wenn halt jetzt 15 Minuten dauert, dann dauert das halt, dann ist die nächste Folge halt 20 Minuten. Zum Glück bin ich noch runtergefallen, ey. So, diese Stelle brauchen wir hier nämlich. Dann nehmen wir erstmal einen Estus. So. Höhlensoldat-Helm. Ja, der ist schlecht, der Helm. Nehmen wir erstmal einen Estus. Man kann da auch irgendwie so runterfallen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. So, und jetzt heißt die Devise. Da kommt er gleich. Wo ist er? Komm, komm. Boah, ich hab mich letztes Mal... Ah, ich kreische aber noch wie ein kleines Mädchen. Lauf, 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 lauf. Weiter, 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 weiter. So, und jetzt heißt es. Nehmen wir das Ding... Scheiße, nehmen wir das Ding in der Hand. Runterspringen. So, habt ihr gesehen, wie viel ihn da zieht? Jetzt erstmal laufen. Scheiße, laufen. Bis fast vors Ende. Dann umdrehen. Oh, scheiße, Alter. Oh, 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 der kriegt uns, der kriegt uns, der kriegt uns, der kriegt uns, der kriegt uns. Fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Raufklettern, 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 raufklettern. Oh, kacke, kacke, kacke. So, Estus. Nochmal. Oh, fuck! Ach du Scheiße. Okay, hat nicht geklappt. Ja, und wir sind am Arsch. Der ist voll uns drauf gefetzt. Marsch, shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Der hat letztes Mal so gut funktioniert, ne? Wahrscheinlich, weil wir so gut ausweichen können. Boah, kacke, jetzt sind wir wieder ganz am Rand. Oh nein. Oh, und jetzt, wie ihr seht, wir sind wieder so eine scheiß Hülle. Mal fuck, ey. Ich würde sagen, ich stoppe die Aufnahme hier, dann springe ich bis zum Dämon und dann machen wir weiter, ne?
Bis dann. So, da bin ich wieder. Und machen wir heute mal den Boss zweiter Versuch. Erst ziehen wir uns da oben diese Kerle da wieder runter, damit wir da schön Platz haben. Das war knapp. So. Ah, hat uns nicht so viel gezogen. Und jetzt, ich will nicht. Da ist er. Auf. Also, wir haben gelernt, der darf nicht lange da unten stehen. So. Boah, ist das Kacke einfach. Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, ist das ätzend. Boah. Oh, nicht euer Ernst. Oh. Ist das ätzend? Ja gut, meine Freunde. Dann sehen wir uns, wenn ich wieder da bin. Bis gleich. Taurus-Dämon, die dritte Klappe ab. Dritter Ver Ah, halt, stopp. So, dritter Versuch. Und wir machen den jetzt. Wir haben jetzt 3400 Seelen. Wenn wir gleich durchkommen, dann machen wir den. Ah, so. Wir machen das jetzt ganz in Ruhe, Freunde. Erster Versuch klappt doch immer. Dann müssen wir nur an den vorbei. Dann wieder irgendwie draufkommen. Das ist doch gar nicht so schwer. Da kommt er. Wir laufen. Wir klettern. Wir klettern, wir klettern, wir klettern, wir klettern schneller. Wir nehmen die Waffe in beide Hände, springen runter, hauen ihn auf die Mütze. Wir fallen runter. Wir laufen links vorbei. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Bleib nicht hängen, bleib nicht hängen, bleib nicht hängen. Oh, das war so klar. Lauf schneller. Kletter hoch. Komm schon. Oh. Warum tut das so weh? Estus. So, jetzt darfst du uns nur nicht sehen. Nicht treffen. Dann haben wir nämlich schon gewonnen. Toll, toll. Toll. Und wir sind am Arsch. So, meine Freunde, das war's ich fange nochmal neu an, weil ich habe gerade einen richtigen Rage am Laufen. Das war's von der Folge, ich glaube, 8. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wahrscheinlich werde ich vielleicht eine kurze Wiederholung machen, wie ich den Taurus-Dämon endlich besiegt habe, beziehungsweise wie ich ihn besiege. Dann werde ich nochmal richtig ausrasten, weil ich mich so freue, weil ich das endlich geschafft habe. Und dann können wir endlich weiterspielen. Bis demnächst. Wenn es euch gefallen hat, lasst was da. Lasst mich wissen. Und wir sehen uns. Ciao.